Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfeldrand, unserem Roleplay-Projekt. So, ich muss jetzt mal ein bisschen Paletten rangieren, weil die Gebrüder Blaubeeren haben ja Anfang der Woche Leerpaletten bestellt. Und die wollte ich jetzt einfach mal schon parat stellen. Wenn jemand kommt, um die abzuholen, dass das fertig ist. Fünf Stück haben sie geordert. Die stelle ich gerade mal hier auf die Seite. Zeig mir bitte, dass ich das jetzt nicht on board mache. Ich glaube, jeder, der es schon mal probiert hat, der weiß warum. Das ist schon eine Mods-Aufgabe. Ich weiß nicht, wie man das in echt hinkriegt. Okay, da fährt man wahrscheinlich einfach nicht so schnell. Und man hat wahrscheinlich doch noch mal eine deutlich bessere Sicht. Ja. So, ups, falsch. Ich rufe die gerade mal an, weil da würde ich schon gern wissen, was los ist. Hier am Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer. Hallo. Wie schaut es denn aus mit Ihren Paletten? Ja, wir haben da einen Anruf von dem Herrn Razex bekommen, vom Jürgen. Ja, das ist zu laut hier. Nochmal? Dass er den Transport heute nicht hinbekommt, weil sein Anhänger wohl abhanden gekommen ist. Oh. Okay, das ist schlecht. Ja, und jetzt hat er das so mit uns abgesprochen, dass er dann alles zusammenholen würde mit den Kartonpaletten, wenn das in Ordnung wäre für dich. Ich hoffe, dass die bis dahin fertig sind. Ja. Ich gebe mir Mühe. Kein Problem. Leider diese Woche auch alleine, von dem her bin ich ziemlich viel am Hin- und Herspringen. Kein Stress, wir haben keinen Zeitdruck. Okay, das freut mich zu hören. Ja, so. Gut, danke. Also, ja, danke auch. Tschüss. Bis dann. Ciao. Vorteil, wenn die keinen Stress haben. Also wenn die Zeit haben. Eigentlich. Vor allem das Wasser ist auch noch nicht da. Zieht das da rein, sieht ganz so aus. Noch ein bisschen langsam. Zeit.
Ja, manchmal komme ich mit den Hebeln durcheinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Knöpfe hier. Das ist immer ganz einfach. Stämmchen, das will nicht so wie ich. So, jetzt aber komm. Jo. Ich muss alles und nichts machen. Zu bräuchten, theoretisch. Aber ich, was habe ich? Holzkohle. Ich werde mir überlegen, ob wir uns noch einen Anhänger kaufen sollen. Und einen großen. Und uns vielleicht einen Pappelfeld pachten. Vielleicht ist hier eins in der Nähe. Ein Pappelfeld. Das sieht aber schlecht aus. Pappeln sind wohl keine da gerade. Ne. Das wäre nämlich nur eine Alternative. Um die Hackschnitzel zu machen. Aber dafür wäre noch. Ups. Dafür wäre natürlich auch ein Häcksler dann notwendig. Da weiß ich nicht, ob wir da so schnell rankommen. Weil die ganze Zeit einen Häcksler mieten, das können wir uns auf jeden Fall nicht leisten. Vielleicht frage ich den Neumann noch mal kurz was an. Sondern Hersteller oder so. Volker Verona, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, es ging ja flott. Ich habe eine Frage. Jo. Hast du irgendeinen. Nee, warte, anders. Hast du einen Häcksler? Also so einen Feldhäcksler? Nee, das habe ich nicht. Ob ich mir einen Feldhext dazu lege, ich brauche so viel Hackschnitzel. Okay, andere Frage. Kannst du mal durchrechnen, wie viel Kredit ich noch kriegen wird? Privatkredit? Nee. Oder, also wie viel Kredit du noch bekommen würdest? Ja, was mir die Bank noch geben würde. Ja, rechne ich dir bis zur nächsten Woche aus. Okay, danke schön. Bitte schön. Tschüss. Ich muss das halt mal probieren, ob wir damit irgendwie hin
bekommen würden. Es ist schon mühselig, alles alleine zu machen. Eigentlich ganz gut aus. Anhänger muss eigentlich weitestgehend voll sein. Und mir fällt gerade auf, ich baue gerade Scheiße an. Kann mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Anhänger. Fällt mir gerade ein. Weil... wenn der Anhänger hier voll ist, dann kriege ich ja gar keinen Tabak mehr rein. Daran habe ich gar nicht gedacht, ey. Mist. Okay, mal kurz. Wo ist denn der Händler? Folge Varuna, hallo? Hallo Herr Varuna, ich sollte Sie anrufen. Ja, schön, dass Sie anrufen. Sie, ich hätte noch eine Frage, und zwar der Tankanhänger ist noch nicht abgezogen, oder? Nein, Sie wollten... Also der kommt ja in einer Woche und dann dachte ich, machen wir das gleich mit dem Geld, wenn der... Okay, das heißt, ich habe gerade 10.000 weniger. 11.800 hat er gepasst. Ne, 10.800. Ja. Ich bräuchte nämlich noch einen größeren Anhänger. Ich dachte, vielleicht können die zusammengeliefert werden. Ja, das könnten wir hinkriegen. Das wäre ein Annaburger. Annaburger? Aus Anhänger, oder? Ja. Annaburger. Ein großer Roter müsste das sein. Ja. Der kann aber nicht alles laden, der kann also nur so Holz und so Gras, ja, und sowas. Fast. Hackschnitzel muss der laden können. Mit oder ohne Abdeckung? So, was ist günstiger? Natürlich ohne. Ja, dann nehme ich ohne. Alles Standard, gut. So günstig wie es geht. Oder was sind denn Konfigurationsmöglichkeiten? Reifenhersteller könnte man zwischen Trelleborg und Michelin, und bei Michelin könnte man dann noch Standard oder Breitreifen wählen. Breitreifen, nee, das ist egal. Reifen sind egal. Gut,
82.800. Wie viel? 82.800 kostet der. Verstehen wir 82.000. 82.200. 82.800. Was? 20.800? 82.800. Verstehen wir 82.000. Soll ich den schreiben? Ich bin gerade am Auto fahren, ich kann nicht im Traktor fahren, ich kann nicht auf das Handy gucken. Oh. 82.000. Was macht das netto? Nee, aktuell. Also ohne Mehrwertsteuer und meinen Gewinn kostet es 69.000 und mit allem 82.800. Sie tippen aber laut. Ja, kann ich auch nicht so viel. Okay. 82,8 plus oder 900? 800. Plus 10,8 haben sie gesagt. Ja. 82.800. Ja, ist es inklusive dem Tankanhänger oder exklusive? Ach so, exklusive, ja. Ja, sag ich doch. Also sind wir am Ende bei 93,6. Kann sein. Ja, sie sind der Händler. Ja, ich fahre gerade Auto. Oder beziehungsweise LKW, beziehungsweise Feuerwehrauto. Aha. Okay. Ja, gut. Weiß ich erstmal Bescheid. Gut, dann lassen Sie sich's durch den Kopf gehen. Nee, bestellen Sie den in der Mitte zu. Das passt schon. Okay, gut. Dann. Gut, danke. Geld machen wir dann, wenn Sie abholen. Jupp. Also. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Oh. Hoffentlich haut es hin mit den Finanzen. Aber naja. Ja, die Gemeinde müsste endlich mal Wasser liefern, ey. Warum? Hallo, Polizei, Landrichter. Ja, Herr Richter, wie schaut es denn mit meinem Wasser aus? Wie ist das Wasser immer noch? Ist da? Oder wollen Sie was geliefert haben unten? Ja, das war doch ausgemacht. Ja, stimmt, dann schicke ich den Müller sofort los. Oh, mei. Ich habe hier Produktionsausfall. Ja, er soll sich sputen. Jo. Danke, tschüss. Tschüss. Alter, nein hier. Okay, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Ich hoffe mal, die Kartonproduktion geht jetzt bald ins Rennen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.